Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might Magic 2. Wir sind noch immer auf der Erdebene und ja, in der letzten Folge. Ich wollte in die falsche Richtung, da war die Karte zu Ende. Das war das erste Problem mit dem Vorwärtskommen. Und das zweite Problem war, dass man wirklich nicht teleportieren konnte. Und ich hatte diese Folge schon mal angefangen aufzunehmen und es ist einem wirklichen Drama geendet, weil ständig Hydras waren, ich musste einfach eine Karte zeichnen und dann am Ende war es dann wirklich so, man muss einen Kampf bestehen, weil teleportieren geht hier nicht. Keine Ahnung warum, es geht einfach nicht und der Kampf war hart. Also ich habe mir vor dem Kampf ein Safe State gemacht, sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Ich weiß nicht, 10, 15 Versuche oder so, bis ich das Viehzeug tot hatte. Also wieder so eine Hydra und ich glaube 3 Elementare. Also das ist richtig, richtig heftig. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, ob ich jetzt eine konkrete Taktik gefunden habe. Ich glaube eher nicht. Es ist auch, glaube ich, ein Quäntchen Glück dabei und das macht mich nicht gerade glücklich. So, aber wir haben den Kampf überstanden. Ja, Multicanus müssen wir gleich noch nachschauen, aber die Hydra ist tot. Und ja, 110.000 Erfahrungspunkte sind auf unserem Level eigentlich gar nichts mehr. Also wirklich leveln kommt auch nicht in Frage, es sei denn, ich level 2 Tage durch oder so. Und ganz ehrlich, da habe ich keine Lust drauf. Kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Also, wir haben den Kampf überlebt. Wir suchen. Hoffentlich gibt es jetzt wenigstens eine tolle Belohnung. Langschwert plus 6. Das sollte ein Einhänder sein. Aber ich weiß nicht, ob unsere Feuerwaffen da besser sind. Ich habe keine Ahnung. Das ist bei den alten Spielen immer schwierig. Aber ja, wir haben noch 2 Edelsteine gefunden. Multicanus sind zum Glück nur bewusstlos. Dann ändern wir das mal schnell. Ja, Junge, tut mir leid, dass es dich gekostet hat. Die ganze Zeit hat es mehr gekostet. Der Kampf sah am Ende gar nicht schlecht aus. Also, ich wäre teilweise schon froh gewesen, wenn einer überlebt hätte, aber dass jetzt so viele überlebt haben, das war unerwartet, aber okay. So, und dann müsste jetzt rein theoretisch hier das sein, was wir suchen. Danke. Danke, Spiel. Das Gebäude enthält ein Podest mit dem Talon. Ihr benutzt die Erddisk, um die Tür zu öffnen. Der Erdtalon gehört nun euch. Ihr nehmt ihn mit. Himmel, Herrgott, nochmal, hatten wir überhaupt noch Platz dafür? Ja, so langsam müssten wir mal aussortieren. Nicht, dass uns da irgendwie irgendwann was verloren geht. Okay, und wir wissen ja, schlafen bringt uns wieder zurück. Ja, danke. Danke, Spiel, dass du da konsistent bist. Oh mein Gott. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, bis das alles fertig war. So, deswegen gehen wir jetzt auch zuerst mal wieder da rein abspeichern. Bitte, Spiel, mach nicht die Leute wieder durcheinander. Bitte nicht. Na gut. Ja, die Leute sind durcheinander. Frag mich nicht, wieso. Das müssen wir nochmal zurücktauschen. Dann werden wir kurz Zeugs abgeben, was wir definitiv nicht brauchen. Und dann zum nächsten Gebiet aufbrechen. Wir waren ja schon mal im Wasser. Und da müssen wir aber noch in die Wasserebene. So, dann tauschen wir noch Phileas mit Robert und dann lassen wir es gut sein. So, wir wollten kurz zum Schmied. So, was können wir verkaufen? Also Sextant plus 1 kann weg, Laterne plus 9 kann auch weg. Das Stundenglas kann weg. Über die Nunchakas denke ich mal noch nach. Bei dir kann eigentlich nichts weg. Auch so ein Heldentrank, das hätte auch keinen Unterschied gemacht, wie da manchmal Schaden reinkam. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ja, die Schuppenrüstung plus 2 kann definitiv weg. Ringpanzer plus 2 kann weg. Die Superfackel kann weg, weil bei uns ist es nie dunkel. Die Schuppenrüstung kann weg. Das kleine Schild plus 11 werde ich mal noch schauen. So, jetzt haben wir wieder ein paar Plätze. Wir schauen mal noch schnell, ob irgendjemand aufsteigen könnte. Oh ja, dann gehen wir nach Atlantium. Dann gibt es nämlich mehr Lebenspunkte.
Dafür ist es zwar teurer, aber das ist mir jetzt egal. Was? Bring uns mal bitte flott mit einem Portal nach Atlantium. Dann gehen wir noch schnell trainieren. Nein, wir möchten nicht raus. Und gehen hier unten zum Trainer. Noch ein Häuschen. Zack, da ist der Trainer. So, ja, immerhin 12 Lebenspunkte mehr. 10 mehr. 8 mehr. Ja, das ist alles nicht die Welt, aber egal. Was man hat, hat man. So, jetzt sind alle durchtrainiert. Wir sind aktuell levelmäßig. Ich bin 24. Mutikanus ist noch 22. Robert 24. Was 24? Felias 22. Bud 22. Ja, Sherman wird halt immer auf 13 bleiben. Das ist halt nun mal so. Aber wenn die Gegner ein bisschen auf ihm rumklopfen, klopfen sie nicht aus jemand anderem rum. Das ist die Theorie dahinter. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück zur Wasserebene, um dort nach dem Rechten zu sehen. Moment. Wasser war A4. Also ansehen Bad. Und Bad macht uns den Hexenbesen nach A4. So, dann buffen wir durch. Und zwar macht was Schutz vor Elemente und Wasserwandel. Und Bad zaubert bitte Schweben und Schutz vor Magie. So, und noch ein Gedanke, der mir kam, ist, dass wir hier mal ein Kraftschwert finden sollten für Lord Hordle und dass wir das ja nie gefunden haben. Und ich habe so das Gefühl, dass bei irgendeiner Version des Spiels man die üblichen Verzauberungen gehabt hätte, wie zum Beispiel der Stärke oder Kraft oder was auch immer, was man ab Teil 3 hat. Und dass man das bei der SNES-Version dann aus irgendwelchen Gründen nicht getan hat. Und ob man dann vielleicht gar kein Kraftschwert hätte finden können? Das ist auch so eine berechtigte Frage, ne? Also, ich bin, glaube ich, schon... Wo muss ich denn überhaupt hin? Nein, ich muss eher da runter, ne? Eher nach Süden. Ja, das müsste passen. Also... Falsch gelaufen. Die schönen Inselchen da. Tide. Spiel, was willst du uns sagen? Ah, da ist ja auch erst das richtige Wasser. Und wenn wir uns dort jetzt an der Wand entlang hangeln, dann sollten wir eigentlich zum Eingang kommen. Genau. Ein feuchter Nebel kommt euch entgegen, als ihr vor dem Eingang zur Ebene des Wassers steht. Eintreten. Nee, Moment mal. Stopp, halt. Ich habe was vergessen. Ich hab was vergessen. Was? Zauber mal bitte. Luft. Wasser. Transmutation. So. Es hat geklingelt, also sollte das jetzt funktioniert haben. Und jetzt rein da. So, und dort müssen wir nach. Natürlich immer der letzte Zettel, den man in die Hand nimmt. Wir müssen nach 10-10. Das kann ich mir relativ gut merken. So, 10-10. Wir schauen auf die Karte. So, wir sind bei 0-0. Das ist ganz nett. Dann versuchen wir zuerst mal, ob man hier teleportieren kann. Das versuchen wir als erstes. Wir schauen nach Osten. Da müsste doch keine Karte zu Ende sein, oder? Nein, nach Osten geht die Karte auf jeden Fall noch weiter, auch wenn die Karte jetzt gerade kaputt ist. Keine Ahnung. Aber okay, wir teleportieren uns bitte nach Osten. Ansehen Bad. Und Bad zaubert einen Teleport von 9. Ja, noch einer.
Fertig, hat funktioniert. Gut, dann gehen wir noch einen Schritt und dann müssen wir nach Norden 10 Stück. Da es bisher immer so war, dass direkt um das, was wir brauchten, ein Gegner war, gehen wir jetzt zuerst mal 8 und dann 2. Das scheint mir sinnvoll zu sein, wenn das Spiel das so macht wie bisher. So, zack, dann machen wir einmal 8. 8. Und nochmal 2. Zaubern, Teleport und 2. Hey, das war immer einfach. Das Gebäude enthält ein Podest mit dem Talon. Ihr benutzt die Wasserdisk, um die Tür zu öffnen und den Wassertalon zu entnehmen. Nach Ewigkeiten gehört er nun euch. Sehr schön, dann hauen wir uns aufs Öhrchen. Das war immer einfach. So, wir sind wieder zurück. Sehr schön. Wieso haben wir überhaupt gepufft? So, und jetzt fehlt uns noch Feuer. Da waren wir noch gar nicht. Moment. Feuer ist E1. So, also ansehen. Bad. Zaubern. Fliege nach E1. So, und da wird es dann tendenziell heiß. Und wir müssen nach 8,8 wahrscheinlich. Genau, 8,8 müssen wir. Dann buffen wir vorher nochmal Dusch, denn wir hatten ja geschlafen. Was zaubert Schutz vor Elemente? Was bei einer Elementarebene nie verkehrt sein kann. Und Bart zaubert noch Schweben, denn es wird heiß. Und Schutz vor Magie. So, und dann schauen wir auf die Karte, orientieren uns und gehen dann zu 8,8. Bin gespannt, wie heiß es wird. So, wir müssen auf jeden Fall 7 nach rechts und dann 5 nach oben. 7 nach rechts, 5 nach oben. Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schweben hat euch gerettet. 7. Schweben hat euch gerettet. Was habe ich gesagt? 7 oder 8? Ey, Mann. Zahlen. Wir sind richtig. So, 5 nach oben. Hei, hei, hei. Nicht wieder die Karte aufmachen. Aufs Spiel. So, 5 nach oben, 5 nach oben, 5 nach oben, 5 nach oben. Ja, ja, Schweben hat uns gerettet. 1, 2, 3, oh, 4, 5. Da wird's echt heiß. Ihr findet ein Schild mit dem Zauberspruch Feuertransmutation. Von nun an könnt ihr ihn benutzen. Dankeschön, Spiel. So, und dann müssen wir noch nach... Moment. 14, 14. So, dann schauen wir mal auf die Karte und planen das mal. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht irgendwie uns die Hacken verbrennen oder so. Also 14, 14 sind dann 6 nach rechts und 6 nach oben. Es wird heiß, Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hi. Feuerelemente, knappe Eremit, Händler, Ekelschweine. Alles klar. Sollte funktionieren. So. Ja, ich hau auf den Feuerelementar. Was macht zuerst mal ihr Mondstrahl? Dann sollte sich einiges hier in Wohlgefallen auflösen. Wieso machst du hinten nur 17 auf die Leute? So war das nicht gemeint. Naja, egal. So, Phileas, dann... Ja, mach du mal zuerst das Feuerelement weg. Robert... Ja, geht auch aufs Feuerelement. Bart zaubert... Hochspannung. Wieso verfehlt das hier immer?
So, Multicanus macht dann auch den Mondstrahl. Ja, und dann geht jetzt wirklich einiges über die Wupper. Sehr schön. Und dann haut Sherman rauf und das Schweinchen ist tot. So, dann suchen wir. Fallen mit Robert. Eine X-Pistole plus eins. X-Pistole? Okay. Was auch immer das ist, soll das vielleicht sowas wie ein Crossbow sein oder so? Egal. Und dann müssen wir jetzt ja noch nach oben, ne? Ja. Euer Kleriker begreift einen neuen Spruch, Feuereinschluss. Der wird nun viele Feinde vernichten. Ja, bisher war das nicht so richtig brauchbar, aber ist okay, Spiel. So, und jetzt müssen wir ja in die Ecke der Welt. Und die Ecke der Welt müsste eigentlich dann hier oben sein, oder? Wir schauen mal die komplette Karte. Wow, das sieht richtig heftig heiß aus. Und wir sind mittendrin. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich eins rechts, eins hoch. Dann sollten wir am Eingang sein. Und dann werden wir aber vorher noch diesen Feuerspruch da sprechen. Also ansehen, was? Was zaubert? Also ich glaube, ohne Kleriker kann man das Spiel gar nicht spielen. Erdtransmutation, Feuer, Feuertransmutation. So. Genau, eine enorme Hitze kommt aus der Passage zur Zeit des Feuers. Wir gehen rein. Und müssen hier nach 4-4. Und wir sind bei 14-14. Spiel, wieso verschiebst du die Karte immer wieder so komisch? Hallo? Egal. Wir müssen 10 nach links und 10 nach unten. Zehn nach da und 10 nach unten. Okay, wir versuchen es erstmal, ob wir teleportieren können. So, zauber uns mal einen Teleport und bitte kein Drama draus machen. Wir machen natürlich nur 9. Spruch versagt, okay. Es war irgendwie klar. Dann stiefeln wir los und hoffen das Beste. Ich habe nicht mitgezählt. Jeder bin ich ja schon zu weit gelaufen. Ich war übermotiviert. Hey, ich... Wenn wir... Nee, wir müssen nach 4-4. Ich hatte jetzt wieder 10-10 im Kopf. Frag mich nicht, wieso. Also nochmal, wir müssen noch 3. Noch 3. 1, 2, 3. So, und dann 10 in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, war klar, dass was kommt. Wir gönnen uns mal ein Safe State. So, das könnte nämlich jetzt wieder ein Drama werden. Also, gebufft waren wir. Wir greifen an. Wir müssen dann wahrscheinlich nur noch ein Feld. So, ich greife taktisch. Komme ich... In die Pyrohydra komme ich wahrscheinlich nicht ran, weil die zu weit weg ist. Ja, keine Ahnung. Dann schlage ich aufs Feuerelement. Was macht bitte ihren Mondstrahl? So, und beim nächsten Mondstrahl sollten die Hydras dann weg sein, beziehungsweise... Mach du mal deinen Kältestrahl. Okay, dann ist ein Feuerelement weg und dann ist abgebrochen. Ja, du haust dann bitte aufs Feuerelement. But
zaubert sein tanzendes Schwert. Es geht auch auf mehrere und damit haben wir schon mal hinten ein bisschen aufgeräumt. Multicanus zaubert auch den Mondstrahl, dann sollten wir schon mal relativ gut dastehen. So. Ich habe irgendwie Angst, weil so wenig passiert. So, jetzt haben wir nur noch ein Feuerelement und die Hydra. Ich habe noch kein Kraftschild gemacht. Ja gut, dann hauen wir zuerst mal das Elementar um. So, dann haben wir nur noch die Hydra. Was? Versuch mal bitte diesen Feuereinschluss. Erdeinschluss? Feuereinschluss auf die Hydra. Und verfehlt, ja. Kann man sich nicht wirklich drauf verlassen. Gut, dann haut Phileas rauf. Robert haut rauf. Und Bart zaubert endlich mal den Kraftschild. So. Was macht Multicanus? Multicanus verfehlt. Kacke. Sherman haut rauf. Multicanus hat was abbekommen. Ich hau rauf. Was zaubert bitte den Mondstrahl? So. Wie geht's unserem Monster? Noch 277. Okay. Phileas greift an. Robert greift an. Bud zaubert. Wie wär's mal mit Implosion? Wieso machen diese ganzen starken Zaubersprüche immer nur 50? Das verstehe ich nicht, aber okay. Multicanus verfehlt. Sherman haut drauf. Oh, jetzt fängt das Sterben an. Okay, was? Zauber mal bitte deinen Monddingens, dann sehen wir, wer noch lebt und wer wirklich tot ist. Multicanus lebt noch. Okay. Bart zaubert bitte ein Schwert. So, wie viele Lebenspunkte hat das Vieh noch? Noch 54, das ist schaffbar. Also Leute, Arschbacken zusammenkneifen und bitte raufhauen. 25. Ich hätte vielleicht auch zaubern sollen, aber so geht's auch. Heieieiei. Spiel, du bist echt anstrengend. Okay, um die Toten kümmern wir uns gleich. Tief durchatmen, Karte schauen. Und jetzt bloß keinen falschen Schritt machen. Warum auch immer die Karte jetzt darüber ist, aber wir müssen noch eins nach unten. Eins nach unten. Hä? Ach scheiße, wir sind bei 4, 6. Nein, hä? Wir müssen... Moment, Y, müssen wir nach oben? Scheibenkleister, falsche Richtung. Ich hab so... Hä? Nee, 4-4 war unten. Jetzt bin ich total kirre. Doch, das ist unten. Das ist nach Süden. Jetzt bin ich ganz kirre. Jetzt liegen die Nerven blank. Ah, danke, Spiel. In dem Gebäude steht ein Podest mit dem Talon. Ihr benutzt die Feuerdisk, um das Gebäude zu öffnen und entnehmt den Feuertalon, der dort seit langem ruhte. 3, 2, 1, uns. Okay, wir schlafen. Mitten im Feuer. Ist kuschelig warm. Und kommen wieder in Middlegate an. Danke, Spiel. Das war ja, bisher war die Erdebene mit Abstand die schwerste. So, wir heilen einmal die Leute durch. So, das war das. Dann schauen wir, ob jemand aufsteigen kann. Ach, ich hab das Suchen vergessen, der Aufregung. Ist jetzt auch egal. Ist alles egal. So, könnte jemand aufsteigen? Nein, können wir nicht.
So, dann haben wir jetzt diese 4 Talone. Jetzt fehlt uns noch die Elementarkugel. Und die muss irgendwo bei Dawn sein. Und Dawn hat uns ja schon mal ein alternatives Ende beschert. Entweder müssen wir sie töten oder vielleicht gibt es die Kugel dort auch sonst irgendwo. Denn wir haben ja auch diese, ich glaube, 4 Bauteile da gesammelt. Eigentlich hatte ich eher so den Eindruck, dass man die irgendwo dann zusammenbauen muss zu einer Kugel oder irgendwie, keine Ahnung. Wir schauen uns einfach bei Dawn im Monster-Wellness-Tempel mal um und hoffen das Beste. Aber das machen wir in der nächsten Folge, weil jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Bis gleich.